Es folgt als Gast und Gratulant ein Narr, der weit im Land bekannt, seit über 30 Jahren schon kennt man den Mann am Telefon. Er hat den super heißen Draht und ist auch heute wieder am Apparat. Höre gut zu und passe auf, wir alle freuen uns schon drauf. Aus Deutschlands letztem Zipfele kommt unser Karle Tipfele. So, jetzt hätte ich da hinten noch gern schwind telefonieren, bevor in Konstanz Feierabend putzen wird. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, da bin ich mir nicht so sicher, ob das Konstanz überhaupt noch angeschlossen ist ans Elektrisch. Ja, drum habe ich vorsorglich den Strom aus meiner eigenen Hosentasche. Ja, da lacht welche. Da wäre vielleicht mancher froh, er hätte da noch so viel Energie. Der Herr Landrat lacht so wissend. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da noch einen Kontakt kriegen. Ja, hallo, Fräulein Auskunft. Ja, hier ist der Kalle Dipfele von Konstanz Altstadt. Ja, Abfallgebührenbescheid Nummer 0815-123-123-123. Ja, hören Sie, Fräulein, ich hätte gern wieder mal ein Selbstgespräch. Ja, hin und zurück bitte. Geben Sie mir gleich mal das Staatsministerium in Stuttgart. Ja, hallo, ist dort die Aufnahme? Ja, sagen Sie, sind Sie Beamter oder kann man mit Ihnen normal schwätzen? Also, ich hätte gerne mal mit dem Teufel gesprochen. Ja, natürlich mit dem leibhaftigen Ministerpräsident Erwin, ja, ja. Ja, der sagt, wenn er nicht erreichbar ist, dann geben Sie mir halt seine Putzfrau. Ah ja, der ist gerade Kopf weggesprungen. Ja, ja, aber... Ja, hallo. Hallo, ist dort der Herr Teufel? Ah, Sie sind seine Putzfrau. Ja, wo treibt er sich denn rum, der Meister? Wo steckt er? Wahrscheinlich auf einer Narrensitzung, also im Landtag. Ja, dann darf ich mich gerade mal ein bisschen mit Ihnen unterhalten, Frau sowieso, die mal sage, ja. Ja, das macht nichts, eine Putzfrau weiß meistens mehr als der Chef. Ja, ja, ja. Ja, und wie läuft so beim Saubermachen im Landtag? So muss er sparsam sein mit dem Putzmaterial. Aber haben da wenigstens noch genug Lumpen? Aber mal unter uns, Frau sowieso, Sie kennen den doch. Jetzt sagen Sie mal, wie ist er eigentlich so, der Erwin Teufel? Kann man mit dem Geschirr? Aber stubenrein ist er. Was hat er auf dem Schreibtisch? Ein neues Telefon. Ja, dann ist das wahrscheinlich das neue Kirchensteuertelefon. Ja, das ist ja eigentlich ist es ja paradox, gell? Denn macht also der Teufel die Telefonseelsorge für Kirchensteuersünder. Also ich habe ja... Also ich habe ja gehört, wer aus der Kirche austritt, darf künftig auch kein Glockengeläute mehr mit anhören. Ja, ja, der Solidarzuschlag ist halt ein stiller, versteckter Kirchensteuerkiller. Ja, ja, aber Sie, der Herr Teufel, ja, der ist aber noch dabei, gell? Ja, ich meine in der CDU-Pfarrei. Ja, 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 ich sage... Der Erwin Teufel lobt die CDU im Kirchenblatt, dann kriegt er auf seine Kirchensteuer 3% Rabatt. Ja.
So, der Herr Ministerpräsident denkt schon an die nächsten Landtagswahlen. Ja, da könnte es natürlich passieren, gell? Man malt den Teufel an die Wand und kriegt den Spöri auf die Hand. Ja, ja. Aber im Übrigen, also wegen Konstanz braucht sich der Herr Ministerpräsident keine Sorgen machen. Nein, ich bitte Ihnen. Konstanz ist CDU belastet auf die Dauer. Die wählen heute noch Adenauer. Aber Sie in Stuttgart, da haben Sie ja noch, da haben Sie doch noch diesen Harald Schäfer, gell? Ja, diesen Ozonlaienprediger. Ah ja, sowas lebt und Schiller musste sterben. Ja, und der Gerhard Weiser, gibt's den noch? Also ich sage Ihnen, wenn der in einen Kuhstall kommt, dann wird deine Kühe schon vor dem Melken milchsauer. Aber gell, dieser Hermann Schaufler, der ist der einzige Minister mit Bart, wenn ich es richtig sehe. Bitte? Auch noch ein Schwabe. Ja, wissen Sie, ein Schwabe trägt halt seinen Bart, dass er das Rasierwasser noch spart. Ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch diesen Klaus von Trotha. Ja, und Trotha Bene, nein, Nota Bene, der Wissenschaftsminister kommt in Puconstanz, gell? Aber hallo, ja, das ist unser Strahlemann. Ja, dem sieht man geistig keine Not an, dem Edeljunker Klaus von Trotha. Nein. Ja, der ist so eine Art Hochschulreformator. Ja, da muss er aber aufpassen, gell? In Konstanz haben sie schon mal einen Reformator verbrennt. Aber Sissel, muss ich sagen, bevor der Klaus von Trotha Politiker war, hat er einen seriösen Beruf gehabt. Ja, ja. Im Übrigen haben wir ja hier außer diesem Klaus von Trotha noch mal einen Politiker mit einem Fondtitel. Ja, ja. Ha, ja, den Rep Nick von Markelfingen. Ja. Was für eine Partei? Ja, natürlich schwarz, aber auf dem Bildschirm wird er sogar farbig. Aber Sie, Fräulein, Frau Sowieso, was ist eigentlich zurzeit die lustigste Nummer im Regierungsprogramm vom Herrn Teufel? Bitte? Das Rätsel um die Gretchenfrage, wer streicht wohl welchen Feiertag? Rate, was sich tut, wir spielen Hickhack, fang den Hut. Ja. Aber das will ich noch gesagt haben, bei uns ist denn der schmutzige Donnerstag tabu, gell? Das ja. Aber ja. Aber ja. Aber dass das klar ist, sonst kommen wir doch in Teufels Küche. Heute halt sagen, da freuen sich die Armen und die Reichen und halt da schon Mittwoch streichen. Aber Sie, Frau Sowieso, jetzt hätte ich noch eine kleine Bitte. Wenn es erlaubt ist, könnten Sie mich vielleicht gerade weiter verbinden mit eurem Mutterhaus in Bonn? Bitte? Die Telefonnummer, die weiß ich nicht. Nein, aber ich habe gehört, in Bonn hat jeder Politiker neben seiner Telefonnummer auch noch einen grünen Punkt. Ich sage, das ist doch praktisch für euch, Putzfrau. Ja. Denn entsorge dir das ganze Pack als Biomüll im gelben Sack. Ja. Was sagen Sie? Der Helmut Kohl sei gerade in der Leitung. Ja, dann geben Sie mal geschwind, bevor er rausfliegt. Ja. Also vergelt's Gott. Ja. Ja, hallo, mit wem spreche ich jetzt bitte? Oha, Helmut Kohl. Ja, guten Abend, Herr Altbundeskanzler. Na ja, ihr seid ja auch nicht mehr der Jüngste, gell? Also, dann stimmt's doch wieder. Ha? Hier ist der Karl Dipfele von Konstanz-Altstadt.
Ja, ich habe seinerzeit schon mit dem Konrad Adenauer telefoniert. Ja, ja, der hat seine ganze Karriere auf mir aufgebaut. Ja, ja. Ja, ja.